Isabel, komm raus! Ja. Leute, heute bauen wir ein riesiges Pappaus. Und dafür haben wir diese Konstruktion hier. Oh mein Gott. Und die stellen wir jetzt auf. Hoffentlich geht das nicht kaputt. Ja. Oh mein Gott. Das wird ein großes Pappaus. What the fuck? Naja, das wird auf jeden Fall gleich mega cool. Noch sieht das natürlich noch nicht so ganz nach einem Pappaus aus, sondern nur nach einem komischen Gerüst. Ich würde sagen, machen wir mal ein Pappaus raus. Leute, darf ich hier noch eure letzten Pakete hier verschicken? Hescher.de, morgen ist Weihnachten, ihr wisst Bescheid. Leute, und das ist unser Lager. Diese ganze Pappe werden wir benutzen, um das wunderschöne Haus zu bauen. Und dann werden wir einen ganzen Tag in diesem Haus wohnen. Isabel, das wird spaßig, oder? Ja. Leute, ich würde sagen, die Pappe nehmen wir jetzt mit und bauen uns ein schönes Haus. Ein gutes Haus braucht natürlich noch ein Dach und deswegen haben wir uns jetzt hier so ein wunderschönes Dach hier besorgt. Aber es ist noch etwas langweilig. Wir ziehen danach in das Haus ein, ne? Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt noch ein bisschen schick. Was ist das für eine Farbe? Pink? Pink? Das ist natürlich meine Farbe. Gar keinen Fall machen wir das pink, Leute. Also Leute, wir machen das Ganze auf jeden Fall orange. Tu die weg, Isabel. Nein. Okay Leute, ich würde sagen, machen wir das Ganze orange. Let's go. So Freunde, das Haus ist fertig, Leute. Richtig geil. Orange natürlich. Isabel, wie sieht's bei dir aus? Isabel, was hast du gemacht? Was soll der Scheiß? Das soll orange. Was hast du orange gemacht? Mann! In die Haushälfte ziehst du. Isabel, das riecht mir hier nach einem sehr großen Nachbarschaftszeit, den wir haben werden. Jetzt haben wir ein scheiß pinkes Haus. Toll. Mann. Okay, Freunde, das Ding ist jetzt fertig. Guckt es euch an. Wunderschön. Es liegt natürlich noch auf dem Boden, deswegen müssen wir. Ja! Ja, steht! Oh mein Gott, das ist riesig. What the fuck? Riesiges Hochhaus. Wie hoch ist das denn geworden? Das ist ja riesig. Warte mal, eine wichtige Sache fehlt noch. Das hässliche Dach. Alter, wie hoch wir sind. Lol. So, meine Freunde, ich würde sagen, unser Haus steht. Jo, wie krass. Machen wir uns mal unsere eigene Tür. So, also unsere Pappentür, Alter. Einfach nur geil, ey. So, Moritz, das ist mein Eingang. Oh yeah, Leute. Oh yeah, mit der Tür fühle ich mich wohl. Guckt es euch an, Leute, mein eigenes Pophaus. Yay. Isabel, mach die Tür zu. Ja. Okay, warte, jetzt gucken wir mal Isabels Etage an. Komm rein, Isabel. Okay. Wenn du zu deiner Etage kommen willst, musst du hier hochklettern. Hoch, Isabel, zu deiner Etage. Richtig sicher. Los, Isabel, geh hoch. Schafft es? Ja, oh mein Gott. Und wie ist deine Etage so, Isabel? Super. Da wohnst du. Sicher. Guck mal, da wohnst du und hier wohne ich. Toll. Mach dir mal ein Fenster rein. Na, ist das geil, ey. Yeah. Hallo. Warte, ich komm dich besuchen. Isabel, hallo, der Nachbar ist da. Hallo. Oh mein Gott. Hallo. Freunde, wir sind im Haus. Ey, du hast hier sogar so oben so ein Guckloch und sowas alles. Okay, Leute, wir müssen deinen Namen auch noch hier hinschreiben. Ich schreibe den einfach so und ich glaube, ich kriege das hin. Ich glaube, das war das I. Ja, ist, glaube ich, dein Name. Ja, perfekt, dein Name steht da. Ja, schönes Haus, Isabel. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an, hier zu wohnen, oder? Ja. Isabel, lass dein Haar herunter. Isabel, wir kommen nicht ran an den Haaren. Leute, ich habe mitbekommen, dass die Hälfte der Leute von euch ohne Fahrticket im Video schauen. Lasst also jetzt ein Abo da, damit ihr nicht mehr schwarz fahrt. Und dann verpasst ihr auch nicht mehr die ganze kranke Scheiße, die ich sonst so mache. Zu jedem guten Haus gehört ein Stuhl. Jedes gute Papphaus braucht natürlich auch einen Papptisch, Leute. So, Freunde, jetzt habe ich hier auch einen schönen Esstisch. Aber Leute, was Isabel nicht weiß, ist, dass ich ein sehr nerviger Nachbar bin. Das stimmt. Das wird sie noch herausfinden. Hey, was klopfst du da? Du bist gleich noch viel mehr genervt, Isabel, glaub mir. Ist ja viel cooler, wenn ich die obere Seite auch habe, oder? Ja. Wir müssen Isabel irgendwie verjagen aus dem Haus. Ich weiß, glaube ich, auch schon wie. Oh, es hat geklingelt. Wer ist da? Was zur Hölle ist das denn? Hallo! Hallo! Kommen Sie gerne rein! Mein schönes Haus! Kann ich mich hier hinhocken, oder? Ja, nee, man kommt hier nicht. Nee. Alles kaputt! Ich habe noch eine nervige Nachbarin über mir. Das fuckt mich leider ein bisschen ab und deswegen brauche ich deine Hilfe. Okay, was kann ich machen? Ich habe gehört, Nachbarn regt es richtig auf, wenn man laute Musik macht. Und ich habe gehört, du hast einen neuen Song hier veröffentlicht. Yeah. Ich will keinen Winter mehr! Ah, du hast auch schon eine sehr schöne Box dabei. Isabel! Ja? Genießt du deine Ruhe? Ja. Gib mir die Box. Und ich will keinen Winter mehr. Ich erinnere mich. Was ist das denn jetzt? Isabel, was machst du da? Ich dachte, du musst abgefuckt sein von Automusik. Hä, warum? Ist doch toll, die Musik.
Scheiße, ich hasse die Nachbarin. Wir brauchen eine andere Methode. Ich will keinen Winter mehr. Okay, meine Freunde, ich habe die Idee, Leute. Wir werden Isabels Haus einfach ein bisschen zerschneiden, Leute. Damit es hier ungemütlich wird. Ich komme da leider nicht ganz ran. Ich brauche deine Hilfe. Nein. Ich mache jetzt ein Loch rein, Leute. Ich hab dein Haus zerstört! Was ist das? Warum? Haha! Dein Haus, du sollst ausziehen! Nein! Zieh aus! Okay, kannst du noch? Ja! Oh mein Gott, das ist. Zieh aus! Nein! Doch! Okay, Freunde, ich habe noch eine letzte Idee, Leute. Ich würde sagen, wir müssen die endlich da rausbekommen. Leute, wir haben die stärkste Wasserpistole der ganzen Welt, meine Freunde. Die ist so unfassbar stark. Und das Haus wird sich dann einfach auflösen von ihr. Let's go! Ja, jetzt ist sie aufgeladen, Leute. Guckt euch das an, wie schnell ihr schießt. Bro. Wir machen jetzt gleich den Powerschuss, okay? Ich erkläre dir, wie der geht. Und jetzt dann nochmal schießen. Achtung. Oh, kann, ne? Und das machen wir jetzt bei Isabel. Isabel! Komm raus! Ja. Isabel! Komm raus! Zieh endlich aus dem Haus! Du sollst ausziehen! Nein, du sollst es nicht, du sollst endlich gehen. Warum? Bleibst du immer noch oben, Isabel? Nein, bleib oben! Wir greifen sie jetzt von innen an. Let's go. Bam! Isabel, raus da! Okay, 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 ich geh raus, ich geh raus. Okay, dann ja, sie zieht endlich aus. Oh mein Gott. Raus aus dem Haus. Boah, das Haus war so scheiße. Alter, endlich bin ich ausgezogen. Und dann habe ich mir erstmal eine leckere Pizza bestellt. Hä? Hallo, können Sie kurz klopfen? Danke schön. Das ist mein Papphaus hier. So. Tschüss. Ciao. Ja, Isabel, danke auf jeden Fall, dass du ausgezogen bist. Jetzt gehören die ganzen Pizzen mir. Oh, frisch, frisch, frisch. Papphaus schmeckt euch echt am besten. Das Haus ist ja wirklich schön und gut, aber ein richtiges Haus steht natürlich nicht in der Halle drin, sondern ein richtiges Haus steht draußen. Ich würde sagen, Leute, wir werden dieses wunderschöne Haus jetzt nach draußen stellen, weil man kann es ja einfach umstellen, deswegen machen wir. Und Isabel ist ja auch ausgezogen, das heißt, ich kann jetzt entscheiden, wo das Haus ist. Perfekt. Aber was machst du aus dem Haus für eine Scheiße? Ihr werdet sehen. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Das Haus steht! Juhu! Guckt euch das an, Alter, wie geil ist das denn? Endlich habe ich auch schöne Aussicht. Ja! Hallo Leute, hallo! Bist du neidisch, dass das nicht mehr dein Haus ist? Ja, irgendwie brauche ich es doch schon ein bisschen, dass ich nicht mehr hier drin wohne. Nein, das Haus ist ja wirklich schön, ne? Aber eigentlich habe ich ja eine Wohnung, ne? Ich brauche eigentlich gar kein Haus. Ich glaube, ich verkaufe das Haus, aber ich würde es niemals an Isabel verkaufen. Ich glaube, der erste Interessent kommt auch schon. Hallo, ich bin Isabello. Ich habe Haus gesehen. Ich will kaufen. Okay, du bist doch ganz sicher nicht Isabel, ne? Doch, Isabello. Ah, Isabello. Okay, du kaufst das Haus, okay? Ja, teuer? Günstig? Preis, 1 Million Euro. 1 Million, ach komm, ist nicht. Okay, okay. Ich habe Haus gekauft. Tschüss.